Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Heute möchte ich euch einen der berühmtesten Sätze der Mathematik zeigen, den Satz des Pythagoras. Fast jeder, den man auf der Straße nach Mathematik fragt, wird einem den um die Ohren knallen. Und jetzt möchte ich mal sehen, was eigentlich dahinter steckt und warum er eigentlich wirklich zutrifft. Nun, beim Satz des Pythagoras geht es um ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, wir haben einen rechten Winkel in einem Dreieck und in unserem Fall wissen wir die Seitenlänge hier, Seite 3 bei der Kathete. Bei der anderen Kathete sei die Seitenlänge 4 und die Frage ist jetzt gegeben, naja, wie lang bitte ist hier unten die Hypotenuse, also das gegenüber des rechten Winkels, diese Länge, wie groß ist die? Und das sollen wir hier nun berechnen. Jetzt überlegen wir uns das vorher mal ein bisschen geometrisch. Und zwar, wir können das jetzt abmessen, aber wir wollen dafür eine Formel finden. Wir bauen jetzt aus diesem C einfach ein Quadrat. Also ein Quadrat der Seitenlänge C und die andere Seitenlänge auch C. Heißt, ich bastel mir hier das und so, wir haben also hier jetzt ein Quadrat gebaut und konstruiert und die Seitenlänge soll immer C sein. Das heißt, die Fläche davon ist einfach c². Wenn wir also die rote Fläche berechnen könnten, dann könnten wir einfach die Wurzel davon ziehen und hätten unsere Länge c. Nun, wie kann man das machen? Überlegen wir ein bisschen weiter. Wir können ja dieses Dreieck nehmen und es jeweils an alle diese Seiten dran setzen. So, wir haben also wieder ein Quadrat konstruiert. Wir wissen, wenn das hier 4 lang war, dann ist das 3, das 4, 3, 4, 3 und 4 lang jeweils. Das heißt, um die Fläche unseres neuen Quadrates zu berechnen, müssen wir einfach nur 3 plus 4 rechnen, diese Seitenlänge und das quadrieren. 3 plus 4 ist 7, ins Quadrat 49. Das heißt, wir wissen jetzt, die schwarze Fläche ist 49. Was müssen wir machen, um C zu kriegen? Wir müssen diese vier Dreiecke abziehen. Also 49 minus 4 mal Dreiecke. Diese Dreieck hat immer die Fläche 1,5 mal Breite mal Höhe, also 4 mal 3. Wenn ich das ausrechne, ist es 49 minus 4 mal 1,5, 2, 2 mal 4 mal 3, also 49 minus 24 und es gibt 25. Und das ist dann eben genau dieses rote, die Fläche des roten Quadrates. Also c Quadrat ist 25. Wir sollen davon die Wurzel ziehen. Die Wurzel von 25 ist einfach 5, das heißt c ist in unserem Fall hier einfach 5. Das heißt, so konnten wir das berechnen und so ähnlich haben das früher auch die alten Ägypter benutzt. Und zwar haben die ein Seil genommen, das sind 12 gleich lange Abschnitte unterteilt und dann wurde das verbunden und dann musste nach 3 Einheiten, nach 4 Einheiten, nach 5 Einheiten jeweils ein Ägypter stehen. Und dann sind sie so hingestanden, dass es genau alle Seiten zwischen denen gestrafft ist und so haben sie dann einen rechten Winkel konstruiert. Und so haben wir ihre rechten Winkel bei ihren Gebäuden gehabt. Wir wollen das Ganze jetzt aber auch allgemein zeigen. Wir nennen es also nicht 3, wir sagen nicht die Länge 3 und die Länge 4, sondern wir sagen jetzt, das sei die Länge A und sage die Länge B. Das können wir weiterhin C nennen, wir wollen immer noch C bestimmen. Das heißt jetzt in unserem Fall, es ist nicht 3 plus 4 ins Quadrat, sondern A plus B ins Quadrat ist unser großes Rechteck. Und wir wissen, das muss das gleiche sein wie das rote Rechteck, also c Quadrat, plus diese vier Dreiecke. Also 1,5
mal A mal B und das Ganze viermal für die vier Dreiecke. So, nun, das können wir ausrechnen. Auf der linken Seite seht ihr, haben wir eine binomische Formel. Also A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Und auf der rechten Seite fasse ich das hier hinten aber zusammen. 4 mal 1,5 gibt einfach 2, also C plus 2AB. Ihr seht, auf beiden Seiten steht 2AB, das kann ich abziehen. Das fällt einfach dann weg. Und schon steht da A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Und das hier ist der Satz des Pythagoras. Eine sehr wichtige Formel, die wird euch in der Mathematik öfter über den Weg laufen. Es wäre auch schön, wenn ihr das öfter www.virelle.de über den Weg läuft und mal bei uns auf der Seite reinschaut. Nun, vielen Dank und tschüss.